So, da sind wir wieder bei Minecraft. Mark, nach dem Livestream. Oh, guck, seht ihr meine schönen Flügel? Wo sind deine Flügel, Mordado? Hörst du an? Bei mir sind sie da. Flieg mal. Okay, Mordado hat eigentlich Feenflügel, aber ich sehe sie gerade nicht. Genau, wir hatten einen Livestream hinter uns, da sind ein paar Sachen passiert, unter anderem diese Feenflügel. Oh, ich habe auch eine Gasträne, Mordado. Ich brauche deine Gasträne gar nicht. In der Beschreibung ist die Streamaufzeichnung auch verlinkt, da könnt ihr vorbeischauen. Es sind ein paar Sachen passiert. Debitor war auch da, der echte. Alter. Echte Debitor. Auto vorbei, da ist Debitor dabei. Wir haben jetzt hier andere Teleportblöcke, damit kann man auch diagonal die Ebenen wechseln. Genau. Haben wir uns um das ganze Mana-Zeug gekümmert. Ihr seht, alle Mana-Pools sind voll. Die Kohle fällt hier grundlos einfach runter. Kannst du einen Schalter dran machen, dass man es vielleicht ausschaltet? Warte. Wäre das eine Idee? Ansonsten kann ich auch kurz die Mana-Tablets damit füllen, aber das wäre jetzt wieder halt eine zeitaufwendige Sache. Hier ist so ein Brustand und damit bastel ich jetzt auch was. Denn wir haben hier diese Fläschchen. Davon brauche ich dann mal zwei Stück. Und dann packen wir hier so die Flasche da drauf. Ja, ich zeig noch, was so passiert ist. Hier haben wir Minimis. Der eine ist sehr unheimlich, weil der keine Haare hat. Dann hat Zombie die ganzen Marks freigelassen. Er hat hier eine Mauer um unser Haus gezogen, die später aber wieder wegkommt, weil ich die hässlich finde. Nein, die bleibt. Sonst fliehen doch die Marks. Ach man, aber wir können so eine Kuppel machen. Das ist eine hübsche Mauer. Das ist einfach eine Mauer. Wir sind plötzlich in der DDR. Ja, genau. Finde ich gut. Und ich habe die ganzen Hügel hier abgeflacht und so. Ja, fliegen können wir, weil wir so ein Ritual gemacht haben, was ziemlich cool war. Dann haben wir hier die Kühe. Das ist immer noch, die Bäume funktionieren jetzt 1A. Die pumpen direkt. Warte, wir müssen hier nach unten. Netherwarze und Glowstone. Das ist das Lagersystem. Und von dem Lagersystem, jetzt sind hier die Draconic Chest gemacht. Und die brät dann das ganze Holz zu Holzkohle. Und die Holzkohle wird dann da hinten getroppt. Die restliche Holzkohle bleibt hier drin. Coal. Mit der können wir auch 12.000 Holzkohle. Und warte, gucken wir mal, wie viel Rubber wir haben. 16.000 Rubber. So viel werden wir nie mehr brauchen. Wir werden auch später eventuell, mal schauen, ob wir das noch machen, Dampfturbine machen. Dann produzieren wir darüber Strom. Und dann sind wir nicht mehr auf die Lava angewiesen und müssen die nicht ab und zu umlagern. Ja, und wir machen auch keinen größeren Big Reaktor. Das müsst ihr nicht mehr in die Kommentare schreiben. Weil irgendwie, ach, das macht ja jeder. Wir müssen ja... Ach, der Schalter hält jetzt einfach auf, das ganze System? Ja. Ah, sehr cool. Sehr perfekt. Oh, wie einfach alle Mana-Pools nach dem Stream voll sind, ist ja richtig gut. So, und jetzt haben wir vor, den Botania-Boss zu besiegen. Und dafür macht Zombie gerade Tränke an diesem... Ja, aber wir haben nur... Ah, das Alpha-Portal ist leer. Okay. Habe ich aber erwartet, dass das leer gehen wird während des Streams. Genau, was habe ich noch? War das an dem Stream? Wie? Mordado? Wieso hast du da Discord aus My Little Pony auf dem Kasten stehen? Hä? Was? Keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass das My Little Pony war. Ich habe einfach irgendwas gecraftet und das war ein Drache. Und da habe ich gedacht, Drachen sind cool. Das ist Discord? MLP, My Little Pony. Da steht aber ein Drache. Das ist aber ein seltsamer Drache. So ein japanischer Luftschlangendrache. Okay. Ah, Maudalus so heimlicher My Little Pony Fan. Ja, genau, und der nicht mal wusste, um was es geht. Und der hier anscheinend ganz genau Bescheid weiß. Nur weil ich die ersten zwei Staffeln gesehen habe, heißt das gar nichts. Oh. So, genau, dann haben wir hier unten noch so eine Maschine aufgestellt, die Leute vergiftet. Ja, Lagersystem. Das ist keine. Hab da letztes Mal 5 Gastränen reingemacht. Also im Livestream. Ja, dann keine Ahnung, wo die hin ist. Oh, die einzige Stelle ist vielleicht unten in dieser Obsidian-Chest. Ach nein. Ich hab den Bug, Zombie. Da sind welche drin, 4 Stück. Ja, dann habe ich sie da reingemacht. Da hat er nicht angelogen. Ja, genau. Da habe ich eiskalt geflunkert. So, da brauchen wir Fläschchen. Das, das und das. Ja, Maudado, dein Fläschchen wird hergestellt. Das haben wir noch gemacht. Das war noch irgendwas, glaube ich. So, das sind nämlich Fläche, Tränke, die man 6-mal hernehmen kann. Wenn man Holz fällt, dann kriegt man nämlich so eine Flüssigkeit und da kann man mit einer Maschine so random Gegenstände herstellen. Also nicht ganz random, sondern bestimmte Sachen und da ist unter anderem Clay dabei. Ja, ich glaube, das war tatsächlich alles. Und hier habe ich auch ein bisschen Fleisch reingetan und dann haben wir mehr Fleisch reingemacht. Rex Minimi.
Ein Zombie hier. Hast du deinen Trank schon aufgehoben? Nö, wo ist der? Wird er noch hergestellt? Ist er schon fertig? Weiß es nicht. Ich kenne diese Maschine nicht. Na, schau doch drauf. Wenn du drauf guckst mit dem Band, dann steht da aber fast fertig. Ich hab den Band nicht. Achso. Du hast dir doch einen hergestellt. Ja, aber den habe ich irgendwo hingelegt. Jetzt ist er weg. Komm, pack mich. Komm, pack mich. Ja. Nicht weglaufen. Irgendwas. In einen Käfig zurück. Also die können einen hochheben. Das ist ganz cool. Oh, das können wir machen. Ich habe ganz viele von diesen Crafting Clay Dingern hergestellt, damit ich hier ganz viel Zeug aufstellen kann. Ja, für ein Stacheldraht könnten wir das benutzen. Du wolltest den Stacheldraht. Du hast es anfangs vorgeschlagen. Nein, ich will die Mauer weg. Hier, guck mal. Aber ich nenne ihn. Ich gebe ihm noch einen Namen später. Das ist Gustav. Ich gebe ihn Namen später. Das ist Gustav. Okay. Moderator, ja. Dein Trank, die spawnt bald. Ja, muss ich ihn jetzt nehmen? Ah, da ist er. Okay. Okay, so. Hat gut funktioniert. Was? Ach, hier war nur ein bisschen buggy mit dem. So. Zeug. Also, ich habe Schild aufgestellt, durfte es aber nicht benennen. Ach so. So, ich tue mal kurz alles, was jetzt ich habe, hier reinwerfen. Erzählt. So, der Bogen hat automatisch unendlich Pfeile. Schießt wahrscheinlich Mana. Ja, solange wir Mana haben, piu. Ja. Kann ich mein Mana-Tablet noch schnell aufladen? Einfach draufwerfen? Warte, ich stelle jetzt auf Sparing. Jetzt kannst du es drauflegen. Schon drauf. Ja. Ja, ich sag Busch. Dir, wenn es voll ist. Scheint voll zu sein. Yes, perfekt. Okay. Besiegen wir jetzt den Boss? Ja. Wir brauchen einen Terra-Steel-Barren. Ah, haben wir zwei hier drin. Okay. Dann lege ich meinen Wand mal kurz weg. Da. Wir haben das Ganze in der Quarry-Welt aufgebaut. Ja. Und zwar an den glitschenden. Siehst du auch die Ghast-Dinger? Schüsse? Ja. Ja, die waren schon im Stream da. Okay. Genau, ja, der hat da auf mich geschossen, als ich mich geportet habe, und da ist es irgendwie verglitscht scheinbar. Ach genau, im Stream haben wir vier Wyvern getötet. Ja, heißt, für wir den haben Beacon gebaut für dieses Ritual. Und Mordado hat alle unsere Diamanten vercraftet, aus Versehen. Ja. Weil ich gesagt habe, wir brauchen 32 Nuggets und er hat 32 Barren hergestellt. Du hast gesagt, wir brauchen 32 Blöcke. Na, Blöcke wäre ja doch mehr. Ja, das war wohl halbwegs nah dran. Ich hätte auch Blöcke machen können. Okay. Oh, das sieht aber interessant aus. Ich kann nicht mehr fliegen. Oh, das ist nicht so gut. Das hieß, wenn man fliegen kann, sollte der Boss wesentlich einfacher sein. Aber wir haben unsere Rüstung verzogen. Das bin ich? Also bei mir sieht er aus wie ich. Ich hau ihn einfach. Aua. Im Notfall deinen Trank trinken, ne? Da hinten ist er. Da hat er einen komischen... Oh Gott! Hilfe! Hey, der mimikt unsere Rüstung, glaube ich. Ich glaube, ich sollte diese Rüstung ausziehen. Oh nein! Du trinkst einfach so einen Trank. Oh Gott, der hat einen Wizard-Effekt auf mich gemacht. Ja, den habe ich schon die ganze Zeit. Ja, hau noch mich, danke! Ja, bist mir richtig reingerannt. Ein Bogen hilft nicht, okay. Ich trinke nochmal das Fläschchen der Heilung, sonst sterbe ich. Holy shit, der macht Schaden. Oh, das heilt mich nicht instant. Was ist denn das? Ich glaube, diese Feen, die lösen Kettenreaktion aus. Ich bin nicht so gut wie tot. Hilfe, Hilfe. Ich bin tot. Oh Gott, da ist toter Mordado. Ich bin auch gleich tot. Ah! Dead. Also ich glaube, diese Rüstung ist nicht gut, weil ich glaube, das hat sich hochgeschaukelt. Ja, der ist scheinbar eine Kopie von uns. Sollten wir uns einfach eine Diamantrüstung machen, aber wir haben nicht mal mehr genügend. Oder hast du eine neue Query aufgestellt? Naja, umso schwächer wie eigentlich. Was? Das sind diese Schattenfeen, die er kopiert hat, die hier überall rumgeflogen sind. Umso schwächer wie eigentlich sind, umso schwächer müsste dann doch auch er sein, oder? Ich glaub nicht. Hui. War das mein Zeug? Ja. Ach so, ich schmeiß es automatisch raus, weil. Ja. Okay, wir können jederzeit neu beschwören, so ist es nicht. Ach ja, wir haben nicht mal im Stream einen Mark gebaut. Stimmt. Och, nein, mein kluges Ding. Hast du auch den Bug? Nein, mich wundert nur, dass mein Mana-Ring weg ist.
Warum ist mein Mana-Ring weg? Mana-Ring? Achso, ich habe keinen Mana-Ring. Der liegt da oben drauf. Ja, ich habe statt einen Tabletten Mana-Ring. Habe ich dir auch angeboten gehabt. Okay. Ja, wir können ruhig mehr Tränke machen. Das ist nicht. Aber wir machen erst mal ein paar Eisengolems. Ich stelle mal 3 für mich auf. Jolo, Morda, Dolo. Achso, denkst du, Eisengolems helfen uns? Hä? Nein, aber weil ich gestorben bin und weil wir keinen Stream aufgestellt haben. Und ja. Denkst du, die helfen? Ja, wir könnten sie echt mit in die Arena stellen. Vielleicht bekämpfen sie ihn ja. Ich weiß ja nicht. Ich meine, wenn wir eh welche bauen, dann können wir die ja direkt dort bauen. Wie hießen diese eine Rüstung, die von Ender-IO, die man richtig krass aufwerten konnte? Dark-Rüstung oder so. Dark. Ja, also dass der Boss auch diese Feen macht, ist ja richtig kacke eigentlich. Ja. Dann bringt uns die Rüstung einfach gar nichts, sondern wir kriegen aber noch einen zusätzlichen Dot von dem Boss. So, stellen wir mal 3 auf. Rutsch. So, komm nach oben, oder? Dann kannst du auch 3 aufstellen. Okay. Iron. Die Pumpkins hast du schon? Ja, alles schon da. Okay. Oh. So. Ah, da. Dankeschön. Bitteschön. Ach, ich hab den Bug. Immer noch. Ich glaube, ich sollte neu starten. So. Da ist der kleine gruselige Mordado. Dass so ein Regenerations-2-Effekt nicht mehr gereicht hat, um uns voll zu heilen. Ja, vielleicht OP-Goldapfel? Ich meine, wir haben ja eigentlich das Gold. Okay. Warte. Was macht ein OP-Goldapfel nochmal? So unbesiegbar ist quasi. Ja, mit dem sollten wir es ja dann schaffen. Einfach dann halt durchgängig auf den Boss prügeln. Ein Terra-Steel habe ich noch, können wir auch massenhaft herstellen. Achso, braucht nur noch 2. Doofi. Zack. Äpple. Achso, habe ich alles da rein. Mana. Perle. Mana Diamant. Und Mana Barren. Ich glaube, ich habe das Tin falsch aufgebaut. Oder brauchte die Platte auch Mana? Achso, tut sie ja. Sollte sie ja kriegen über den Spark. Tanja, Lexika. Und Obsidian. So, und dann hat man diese Rüstung. Und die konnte man aufwerten mit Vibrant Crystal. Vibrant Kristall. Ja, und dafür hat man das gebraucht. Das hat man hergestellt, indem man. Wie heißt du? Der Rest hier. A, B, C, noch. Vibrant. Oha, mit der Zap. Und hörst du. Du hörst du Plate. Ach, ich hab's verkehrt rum aufgebaut. Sehr was ein Problem.
So. Irgendwie. Jetzt funktioniert das auch. Wunderbar. Anvil. Oh, Darksteel Anvil. Ah, nee. So rein. Das dahin. Besonders wie einer im Chat halt damals geschrieben hatte, als wir am Ende vom Stream, als wir das alles aufgebaut haben, ja, ihr habt den Ring mit dem Fliegen, dadurch sollte der Boss super einfach sein. Und dann, Bosskampf fängt an, wir können nicht mehr fliegen. Richtig. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich muss mein Spiel neu starten. Ja, mach doch kurz. Oh, dann ist die Folge so gut wie zu Ende. Naja, egal. Gießen. Gieß auch mal den Launcher neu. Ja, ach, alles Mann. Easy Mode, easy. Das dauert immer so ewig, bis es neu gestartet ist. So. Hab ich sonst noch was groß getan? Räume hier unten habe ich nicht gefallen. Ja, ich kann ja meinen Monitor zu lang zeigen. Monitor. Oh, jetzt seht ihr geheimen Desktop-Sachen von Maudado? Ja, hier. Monitor, krass. Ah, Avatar, da könnten Avatare drin sein. Was ist jetzt mit den Goldäpfeln? Playlist, Thumbnails, aufgeräumt. ich hab's hier im Inventar. Und dann hier Thumbnails und dann, oh Gott. Was mache ich da? Da oben FAQ, was ich seit Ewigkeiten schreiben wollte. Ach, so viel Zeug. Und Minecraft startet einfach nicht. Hast du es nicht geschrieben, das FAQ? Es ist eine Arbeit. Ich komme irgendwie nie so viel weiter. Oh, da sieht man Brickstones. Hä? Wo ist die obere Draconic-Chest? In meinem... Hä? Die ist hinter dem ganzen Zeug. Warum? Also die ist hinter dem ME-System. Ach so. Und brät Holzkohle. Ach, die brät Holzkohle? Ja. Ja, gut. Warum? Hab mich nur gewundert. Ach so. Hattest du Angst, dass sie jemand mitgehen lassen hat? Nö. Oh, was habe ich denn hier noch offen? Minecraft, Feed the Beast, ein OBS, League of Legends. Ganz viel verrücktes Zeug. So, jetzt dürfte aber gleich fertig sein. Ja, damit wollte Maudado hier im Portal so ein Schutzschild und unser Ding bauen. So. Ah ja. Okay. No. Okay, es geht jetzt auf jeden Fall rein. Leckt so ein bisschen. Wie heißen diese XP-Dinger? Barry. Ah, da. Haben wir nämlich ein bisschen was von Kev gemobst. Hä? Wie habe ich jetzt meinen Kopf bekommen? Achso, den hat es wahrscheinlich vorhin gedroppt. Wie? Als du gestorben bist? Ja. Okay. Meinen habe ich nicht bekommen. So. Also noch ein Versuch oder craftest du? Na, ich glaube, das müssen wir in der nächsten Folge machen, oder? Ein Versuch wird noch gehen, wenn du jetzt fertig bist. Goldäpfel mir gibst und dann probieren wir drauf. Ich habe gedacht, wir wollen die Rüstung bis dahin noch wechseln. Ja, ich werde es nochmal mit der probieren. Ja gut, dann lege ich auch mein ganzes Zeug hier weg. So, lege ich auch mal kurz die beiden Sachen da rein. Werde ich nicht wiederfinden. Das brauche ich auch. Ach komm, und den Rest nehme ich auch mit. Ich verliere ja nichts. So. Versuch Nummer 2, der wahrscheinlich scheitern wird. Ja, mit der Einstellung schon, Tommy. Mit der Einstellung. Ja, wir müssen einfach mehr auf den Boss drauf prügeln. Wir waren, glaube ich, am Anfang mehr verwirrt von den Insekten als alles andere. Und müssen aufpassen. Ja, ich kam einfach nicht an den Boss ran. Ich habe ihn nicht gesehen vor lauter. Echt? Ich schon. Okay. Bist du da? Ja. Zack. So, dann steht er wieder. So, und? Essen.
So. Zack. Auich. Jetzt bist du dran. Ja, und ihn immer abwechselnd. Da, jetzt bin ich dran. Ja. Jetzt bist du dran. Ich habe soweit 5 auf meinem Schwert. Ich weiß nicht, ob ich mehr Schaden mache. So geht er eigentlich. Muss ich sagen, bisher habe ich keinen Schaden. Ah, jetzt habe ich den Wizard-Effekt. Jetzt esse ich nochmal einen Goldapfel. Ja, meiner ist auch ausgelaufen. Lass ich den nächsten. Oh ja, der hält gut. Du willst. Du machst Käfer, wir machen Käfer. So ist der Deal. 15 Sekunden noch. Er ist halb tot. Unsere Insekten hetzen hier halt auch rum. Wenn unsere Feen ihn treffen. So, nächster Goldapfel. Nochmal. Wo ist er? Ach, da hinter mir. Dann da hinten. Dann bei dir hinten. Dann bei mir. Er fliegt hoch und glitscht. Ich hau einfach mal das Glitschen da etwas da. Ja, vielleicht eine neue Phase. Oh, ja, ich höre irgendwelche Skelette. Ja, ja, hier sind ganz viele, fallen ganz viele Monster runter. Ja, die sind ja kein Problem. Ach, er selber kriegt gar keinen Schaden mehr. Okay, dann töten wir mal die Monster. Die überhaupt nicht gefährlich sind wie er. Die Hexe höchstens. Vor allem ist es Tag. Ja. Nicht so gut für ihn. Kann man echt keinen Schaden machen? Nö. Wahrscheinlich halt so eine Killphase halt kurz. Ich habe einen Gifttrank von der Hexe auf mir. Finde ich nicht so geil. So, ist er fertig? Ah ja. Da ist er wieder. Wo ist er? Ach, hinter mir war er. Goldapfel wieder rein. So wie immer bei dem leckeren Boss. So, da hinten ist er. Ich hoffe mal, der droppt genug Gaia Spirits. Kill ihn! Ja, unsere Feen haben ihn getötet. Was hat er getroppt? Ein Sulfur. Nein, das war eine Hexe. Hast du sein Loot? Ich habe ein Zombie. Nee. Hä? Nee. Ich habe ein Belladonna-Seed, aber ich glaube, das ist nicht von ihm. Der sollte Gaia-Zeug verlieren, weil es der Gaia-Boss war. Vielleicht wurde irgendwo Komisches von unseren Feen getötet, vielleicht liegt hier irgendwo noch was rum. Aber du hast die ganzen Erfahrungen doch aufgesammelt, oder? Also da, wo ich was aufgehoben habe, lag ein Sulfur. Ach, GG. Hä? Oh, jetzt habe ich 8 Gaia-Spirit. Die lagen hier irgendwo in der Wiese. Ah, 8 Gaia-Spirit ist gut. Oh, dann upgraden wir noch unseren Gürtel. Komm, Audado. Können wir beide upgraden? Ja, ich denke schon. 2 Stück brauchte man, glaube ich, pro Upgrade. Dann können wir noch schneller fliegen, Audado. Sind wir die Könige? Cool. Okay. Für den nächsten Kampf gegen ihn können wir uns einfach die bessere Rüstung dann machen. Oh. So, hallo Enderman. Kannst du bitte aus unserem Keller gehen? Danke. Naja, so. Der kommt gleich wieder. Nee, nee, der bleibt jetzt für immer weg. Ja, so, ich stehe auf dem Boden. Okay. Zieh ich mal rechts von dir. Oh Gott, ich bin nicht langsam ohne den Gürtel. Such. So. Der Suchi-Gürtel, den craftet man zu dem Gürtel. Rezept 1. Hierarist Shirt. Den craftet man zu dem Rezept. Oh, wir brauchen Elementium-Barren. Haben wir. Ach, wir haben Blöcke draus gecraftet, okay. Da ist das Problem, warte. So. Jetzt kann ich wieder. Such. Den craftet man zu. Oh, dann erstmal anzeigen. Dann den craftet man zu. Dann Rezept. Zack. Okay. Ein Pinky-Gürtel. Hübsche Farbe. Oh Gott. Erstmal dran gewöhnen. Okay. Und jetzt haben wir noch wie viele Gaia-Spirits? 5 Gaia-Spirits. Warte, ich tue die mal nochmal rausziehen.
Ich weiß, die Folge ist gerade ein bisschen länger, aber es ist ja was Besonderes. Wir haben was Großes besiegt. Mit der kann man ziemlich viel Zeug machen mit den Gaia Spirits. Also ziemlich viel götterähnliche Sachen. Ah, für die Flügeltiara braucht man 4 Gaia Spirits. Übrigens. Also die wäre nicht so einfach herzustellen gewesen, dass man so schnell fliegen kann. Wahrscheinlich kann man dafür Mana fliegen sogar. Live-Aggregator. Dann ganz viele Lebensscherben. Crimson Pendant. Road of the Unstable Reservoir. Cloak of Virtue. Oh, gutes Englisch. Cloak of Sin. Gaia Spirit Ingot. Black Hole Talisman. Der zieht wahrscheinlich alle Items an, nehme ich mal an. Und ein Gaia Mana Spreader kann man auch machen. Mit einem Gaia und einem Dragonstone und einem Elfen-Mana-Spreader. Also könnten wir auch unseren Mana-Spreader updaten. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt fliegen. Boah, sind wir schnell, wenn wir fliegen. Okay. Komm mal nach oben und flieg mal ohne den Gürtel zum Vergleich. Warte, ich komme jede Sekunde. Ich muss gerade noch eine Kleinigkeit craften, auf jeden Fall, weil ich das ausprobieren muss. 5 Gaia Spirits haben wir noch. Ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Was probierst du denn gerade noch? Eigentlich wollte ich das craften, aber das geht gerade nicht, deswegen komme ich jetzt einfach. Warum habe ich ganze Zeit Feuerresistenzeffekt? Vom Goldapfel noch. Achso. Also flieg mal ohne den Gürtel, ne? So nicht. Flieg grad mit, warte. So, kannst sprint einfach mal. Ja. Und in irgendeine Richtung. Achso. Okay, rennen. Komm. Miau. Jetzt mit Gürtel. Ja, das ist schon sehr viel angenehmer, muss man es einfach sagen. Aber jetzt können wir überall Zeug klauen. Da ist übrigens Debitor sein Haus. Der hat uns auch geholfen bei der Beherstellung der Angel Rings. Oh, guck mal her, guck mal her. Oh, sieht das cool aus. Bei Debitor. Jetzt bin ich schon wieder unterirdisch, Zombie. Warum vergräbst du dich denn sofort? Wir können fliegen und sowas und dann eben Maudado geht direkt wieder in seinen Bunker. Ja, ich find's in meinem Keller schön. Da ist es sicher. Ja, ich muss ja versuchen, fertig zu bekommen. Den ultimativen Brustpanzer. Also kommst du gar nicht her. Doch, ich komme gleich, nachdem ich den ultimativen Brustpanzer hab. Aber wir müssen die Folge doch eh schon lange beenden. Ich wollte nur noch kurz beim Fliegen machen. Jetzt komme ich. Bin schon wieder nach Hause geflogen in der Zeit. Komm. Schau dir Debitors Kugel an. Die Welt kommt gar nicht hinterher. Oh, die ist etwas größer geworden. Die war noch etwas kleiner vorhin. Ja, im Stream war die noch sehr klein. So ein Energiespeicher. Ein optischer. Der ist irgendwie 1000 Millionen Mal so viel halten kann wie wir. Okay, ich habe jetzt einen Brustpanzer, welcher 95% Damage Absorb hat. Okay. Glaube ich ganz gut. Ich weiß es aber nicht. Ja, auf jeden Fall besser als unsere komische pinke Feenrüstung. Ja, aber die war nicht so einfach. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Der nächste Part wird 10 Minuten lang. Wenn Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich kann fliegen.